das neue Jahr 2017. Bei allen Mitbürgern. Wir essen. Eröffnet wurde der diesjährige Neujahrsempfang von der Sonnenberg-Band, die für etliche Essinger noch relativ neu sein dürfte. Jedoch vom ersten Ton an verzauberten die sechs Musikerinnen und Musiker mit ihren kraftvollen, ausdrucksstarken Stimmen und meisterhaft gespielten Instrumenten das Publikum. Das ist der Wind, 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 der fremde Wind, der wird auch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind. Das ist der Wind, 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 der fremde Wind, der wird auch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind. Bürgermeisterin Volz begrüßte zunächst die Essinger Honoratioren, die Jugendfeuerwehr, Vereinsvertreter, die Presse und auch Weinprinzessin Madeleine die Erste, die später noch dazu kam. Danach bat sie die Anwesenden, sich zum Gedenken der im letzten Jahr verstorbenen Bürgerinnen und Bürger zu erheben. Ein neues Jahr beginnt und wir blicken zurück und blicken nach vorne. In ihrer Neujahrsansprache ging Ortsbürgermeisterin Volz zuerst auf die üblichen guten Vorsätze und auf Wünsche ein, die man zum neuen Jahr so hat. Sie erinnerte aber auch an altmodische Vorsätze wie mehr Ehrlichkeit haben, mehr Freundlichkeit im neuen Jahr, weniger meckern und garantieren, das wäre doch mal was. Man könne so das ganze Jahr über Geschenke verteilen, die uns nichts kosten, aber anderen uns selbst glücklich machten. Versuchen Sie es einmal, aber denken Sie daran. Das Gesicht ist uns gegeben. Lächeln müssen wir selber. Ich möchte natürlich auch immer den Neujahrsempfang als Gelegenheit nehmen, mich bei allen Mitbürgern zu bedanken. In ihren Danksagungen erinnerte die Ortsbürgermeisterin auch an die Menschen, die sich unaufgefordert und unentgeltlich um Verschönerungen und Pflege des Dorfes kümmern, die einfach mal auch kehren, auch wenn es nicht das eigene Grundstück ist. Ihnen allen, die mithelfen, dass unser Leben in Essen lebens- und liebenswert ist, sei ganz herzlich gedankt. In diesem Jahr habe ich unsere örtliche Freiwillige Feuerwehr gebeten, am Neujahrsempfang anwesend zu sein, um auch Ihnen einmal Dank und Anerkennung offiziell aussprechen zu können. Wir sollten uns alle bewusst machen, dass jeder von uns mal in eine Situation kommen kann, in der er auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen ist. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ich finde, das muss einfach auch mal offiziell gesagt werden. So, wie versprochen, werden wir jetzt mal noch ein bisschen Musik hören. Ja, wie es traditionell schon immer am Neujahrsempfang schöner war und ist,
möchte ich auch heute wieder eine Person in der Wolfgang-Fundalberg-Medaille ehren. Wenn man sich die Liste der vielen bisher Geehrten so anschaut, dann fällt einem auf, dass es überwiegend Mitbürger mittleren oder gar fortgeschrittenen Alters waren, denen diese Ehre zuteil wurde. Da es aber auch in Essen junge Menschen gibt, die beispielloserweise demonstrieren, wie Ehrenamt und aktive Mitarbeit in einem Dorf aussehen können, habe ich ganz bewusst in diesem Jahr einen Ehrenmann ausgewählt, den Sie mit Sicherheit alle hier kennen. Und es spricht für ihn, dass er von Ihnen schon hier vorne stand. Robin Wittner. In der Feuerwehr, damals noch als Jugendfeuerwehrjüngling. Seit 2007 ist er ordentliches Mitglied. Seit 25.06.2013 ist er Jugendfeuerwehrrat und ebenso seit 2013 Oberfeuerwehrmann. Auch in diesem Jahr werde ich die Ehrung zur Verleihung der Dahlberg-Medaille in einem gesonderten Bericht präsentieren, da die Aufzählung aller Verdienste den Zeitraum sprengen dürfte, obwohl der Preisträger Robin Wildner ein noch junger Mensch ist. Deswegen schauen Sie sich den gesonderten Bericht an, es lohnt sich. Den Text der Urkunde. In Anerkennung seiner langjährigen ehrenamtlichen und vorbildlichen Jugendarbeit im Jugendtreff Essingen wird Herrn Robin Wildner die Wolfgang von Dahlberg Ehrenmedaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Dorf und wünschen noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Essingen, 8. Januar 2017. Ich hoffe, ich werde auch dieses Jahr die Weine unserer Verbandsgemeinde gut repräsentieren. Ich wünsche Ihnen allen einen